Danke, Herr Präsident, wertes Hohes Haus. Ich will heute eine ganz kurze Geschichte erzählen, und zwar von einer Freundin von mir namens Conny. Die Conny arbeitet für ein recht großes Unternehmen in einem Großraumbüro, gemeinsam mit 6 Kollegen, Kolleginnen. Jetzt wissen wir zur Zeit von Corona, besonders schlechte Situation, und so ist die Conny seit einem Jahr im Homeoffice. Sie arbeitet ohne gescheiten Schreibtisch, ohne schnelles Internet, ohne irgendeinen Rechtsabspruch auf all diese Punkte, nun seit einem Jahr von zu Hause. Und heute beschließen wir, endlich, muss man auch dazu sagen, vor allem dank der Sozialpartner, allen voran der Gewerkschaft und der Arbeiterkammer, dass Menschen wie die Conny sich ihr Homeoffice nicht selbst finanzieren müssen. Und als wäre das nicht schon eine Frechheit per se, dass die Regierung ein Jahr lang Pandemie braucht, so ein Gesetz vorzulegen, sind wir angekommen bei der Wurzel des Problems. Es sind nämlich immer die Interessen der arbeitenden Menschen, die auf die lange Bank geschoben werden. Und immer sind es aber die Interessen der Konzernchefs und Konzernchefinnen, die ihnen nur ein SMS schicken müssen und schon springen sie. Und immer sind es solche Politiker wie Sie, Herr Finanzminister, und auch der Kanzler Kurz, die genau diese Schieflage zwischen den Kapitalinteressen und den Interessen der arbeitenden Menschen überhaupt erst ermöglichen. Aber da ist die ÖVP immer gleich ganz emotional, aber ich weiß schon, warum Sie Politik für Ihre Konzernfreunde machen, zum Beispiel den Herrn Neumann von der Novomatic, warum Sie sich da einsetzen. Vermutlich, weil es dann vielleicht danach eine Spende gibt. Eh klar, Ibiza sei Dank, haben wir ja gelernt, wie das abläuft. Hingegen die Conny mit ihrem kleinen Gehalt, was wird die an die ÖVP spenden können? Oder denken wir das weiter, eine arbeitslose Person in Österreich, mitten in der Krise, was wird die an die ÖVP spenden können? Na, aber genau nach der Frage bestimmen Sie Ihre Politik. Und vor allem die Frage, für wen Sie Politik machen. Und somit komme ich zum Schluss. Menschen, die unverschuldet arbeitslos geworden sind, die wurden mit einer Einmalzahlung von 450 Euro abgespeist. Wie eine 500.000 Menschen, die immer noch auf Suche nach Beschäftigung ist, wieder dahin kommen soll, ist ungeklärt. Aber trotzdem stimmen Sie heute gegen die Initiative 40.000, wo es darum geht, für Langzeitarbeitslose endlich wieder Beschäftigung, endlich wieder Perspektiven zu schaffen. Dafür haben Sie kein Geld, Herr Finanzminister. Dafür haben Sie offensichtlich auch kein Interesse. Und somit komme ich auf den Punkt. Ihnen ist der Herr Neumann von der Novomatic wichtiger als beispielsweise die Conny und wichtiger als eine 500.000 Menschen, die gerade arbeitslos sind. Und somit setzen Sie die Initiative 40.000 um. Ich glaube, noch mehr kann man das nicht auf den Punkt bringen. Wegen den Arbeitsplätzen wäre es. Dankeschön. Zu Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen.